Kein anderer Fluss ernährt mehr Menschen mit Fisch als der Mekong. Und nur der Amazonas kann es in Sachen Artenvielfalt mit dem Mekong aufnehmen. Doch nicht einmal der Amazonas kommt an die schieren Massen an Fisch heran, die aus diesen Gewässern gezogen werden. Jedoch steht eine Umwelt- sowie soziale Katastrophe drohend am Horizont, wenn der Plan 11, riesige hydroelektrische Dämme am unteren Hauptarm des Flusses zu errichten, in die Tat umgesetzt wird. Kalifornien ist einer der fruchtbarsten Orte auf unserem Planeten. Die Hälfte allen Obstes, aller Nüsse und allen Gemüses in Amerika wird hier auf den Farmen im Längstal Kaliforniens angebaut. Das sind Nahrungsgüter im Wert von 36 Milliarden Dollar, die pro Jahr überall auf der Welt konsumiert werden, einschließlich derer im Wert von 2 Milliarden, die nach Kanada exportiert werden. Doch wie wird dieser Staat seine Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Landwirtschaft aufrechterhalten und mit einer schwindenden Wasserversorgung zurechtkommen können, während die Bevölkerungszahl Kaliforniens auf die 40 Millionen zurast? Und was kann der Rest der Welt aus den Erfahrungen Kaliforniens lernen? Bei den meisten von uns kommt sauberes Trinkwasser direkt zu Hause aus der Leitung, fast umsonst und täglich rund um die Uhr erhältlich. Doch wie sich herausstellt, sind wir eine sehr wählerische Nation, wenn es ums Wasser geht. Kostenloses, sauberes Wasser ist uns noch nicht genug. Und warum sollten wir etwas für umsonst wollen, wenn wir die gleiche Qualität auch für einen tausendfach höheren Preis bekommen können? Ist also in Flaschen abgefülltes Wasser wirklich besser oder bequemer?